Willkommen zurück zu CrossCode, Kapitel 85. Das letzte Mal haben wir wohl hoffentlich ein für alle Mal die Gefahr durch diese bösen Katzen beseitigt, sodass nicht nur der Dschungel wieder etwas besser drauf ist, sondern auch die Schaden zufrieden sind. Ja, eigentlich hatte ich zwar vor, in den Tempel zu gehen, aber... oder zum Tempel zu gehen, ich will noch nicht in den Tempel. Aber bevor ich da schon irgendwelche Sachen zusammenschmeiß, würde ich eigentlich lieber mal noch die ganzen Quests abschließen. Ich weiß gerade nicht, habe ich eigentlich schon alles für Henry? Ja, hier haben wir schon mal was für diesen Mick. Kürbisse haben wir. Und ja. Das heißt, wir wollen eigentlich nur noch in Burg Basin rein und dort unser Vergnügen haben. Beziehungsweise halt mit einem kleinen Abstecher rechts daneben, um unseren stotternden Freund Henry zu besuchen. Henry? Fräulein Lea! Hi! Da treffen wir uns schon wieder, das muss Schicksal sein. Es gab Berichte von Spielern, die in dieser Gegend einen seltsamen Spieler gesehen haben. Jemand, der wie ein einfacher NPC wirkt und andere Spieler um Hilfe bittet. Lassen Sie mich Ihnen eine direkte Frage stellen, Fräulein Lea. Haben Sie eine Quest von einem Spieler namens, lassen Sie mich nachsehen, Henry angenommen? Das wird langsam doch etwas besorgniserregend. Sie sind schon die dritte Person, die das bestätigt. Ich fürchte, wir haben hier eine Person mit bösartigen Absichten. Ach, Fräulein Lea, ich weiß doch, dass Sie nicht absichtlich darin verwickelt sind. Dennoch muss ich leider die Vorschriften befolgen und den Spieler melden. Auch wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass Henry nur ein Deckname ist. Die Quest, die Ihnen gegeben wurde, werde ich bis auf Weiteres als abgeschlossen markieren. Ich folge gerade einem Hinweis, der vom Saphirgrad kam. Mögen wir uns unter glücklicheren Umständen wieder treffen, Fräulein Lea. Auf Wiedersehen. Bye. Okay. Wir haben zumindest die Quest damit noch abschließen können. Kriegen noch mal ein Level up. Das ist doch nicht zum Aushalten hier. Und, ja. Dann renne ich erstmal in die Stadt rein. Noch eine Normalbrücke. Ach, mit euch waren wir noch nicht hier. Ist dir aufgefallen, dass im ganzen Dschungel keine einzige Laserbrücke ist? Vielleicht sind die deswegen wegen des feuchten Klimas schwer zu warten? Ausreden. Ich frage mich so ein bisschen, was passiert, wenn wir mit einem anderen Teammember als Citron unterwegs wären. Das wäre nämlich auch möglich. Aber dazu später mehr. Du bist mir irgendwie suspekt, also gehen wir erstmal zu Mick. Uah. Gehen wir hier wieder lang stottern, einfach weil das Spiel ein bisschen zu überfüllt ist in den Städten. Aber da muss man ja selten was machen, im Sinne von kämpfen. Ah, du bist halt so mein Zeug. Wurde aber auch Zeit, Fräulein. Ja, das letzte Mal hatte ich es direkt gehabt und du hast dich trotzdem beschwert. Ja, hast rein alles, was ich brauche. Hier ist dein Geld. Bist gar nicht so verkehrt, glaube ich. Okay. Um bei seinem Geschäft mitmachen zu können. Ja, das weist schon extra darauf hin, dass er hier so ein bisschen shady Business hat. Ja, vielleicht können wir da auch irgendwann mal einsteigen. Das wäre doch witzig. Will ich hier eigentlich ein bisschen rausleeren? Ach so. Kann ich nichts. Da muss ich erstmal ins Shady Business einsteigen. Okay. Was wollte ich jetzt eigentlich noch? Man kann ja trotzdem mal ins Inventar gucken und gucken, wie überfüllt ich da teilweise bin. Da, das kann ich nach Anzahl sortieren. Beim Verkaufen geht das irgendwie nicht, weil das Spiel mag mich nicht oder irgendwie sowas. Ja, ich glaube, die Shocking-Tour mache ich später, weil wir da so viel mit dem Schockelement zu tun haben. Hust, hust. Stattdessen wollte ich in die Circuits. Ja, sieh mal einer, guck. Da gibt es ja einiges zu tun. Nee, das will ich nicht, da, weil das die Schildkräfte sind. Die interessieren mich nicht ganz so. Aber ansonsten habe ich hier eigentlich überall schon runtergebaut. Das heißt, eigentlich kann ich hauptsächlich die anderen Äste hier mal anfangen. Die Einser sind recht billig und bringen besonders viele Boni. Insofern nehmen wir hier mal den Pfad mit. Und, oh.
muss man nicht unbedingt so viel denken. Es bringt alles so mehr oder weniger nützlichen Bonus. Hier können wir zwar mal so ein Level 4 machen, allerdings... ja. Ich glaube, das bringt langsam mehr, hier mal so ein bisschen mit einzusteigen, dass wir hier noch Power kriegen. Schneidet alle nahen Gegner beiseite, um Platz zu schaffen. Öff beim Blocken des absorbierten Schaden... 30% des absorbierten Schaden auf den Angreifer zurück. Witzig, aber kann ich nicht. Schild gegen... Ja, ich... Dann mach mal lieber den Ass auf. Hauptsache, ich krieg hier noch ein bisschen billige Boni. Recht billige Boni. Na, dann machen wir wahrscheinlich mit dem Schwert weiter. Das werde ich schon noch sehen. Eigentlich sollte ich ja lieber ja mal richtig am Spiel weitermachen, anstatt mich hier in irgendwelche Menüs festzubeißen. Nehmen wir doch einfach den Ass mit. Der ist doch sicher auch nett. Schaden gegenüber angreifenden oder angriffsvorbereitenden Gegnern. Kreuz kommt ein. Alles so nützlich. Aber ich glaube, ich brauche mir keine so große Sorgen machen, dass ich das nicht so gut freischalten kann. Nur zur Info. Beim ersten Mal, wo ich das Spiel abgeschlossen habe, habe ich gerade mal Level 52 gehabt. Und, ja. Wir sind ja fast bei Level 50. Das werden wir höchstwahrscheinlich sogar noch vor dem Dungeon erreichen, weil ich hier noch so ein paar Quests machen werde. Und, ja. Das heißt, wenn wir den Dungeon abgeschlossen haben, haben wir vielleicht schon sowas wie Level 52. Das, was ich zum Abschluss hatte. Und, ja. Witzig, gell? Okay, was haben wir hier noch alles? Die Äste habe ich hier schon relativ weit aufgemacht. Einfach weil die Schildpower so ein großer Ast da drüben ist. Nehmen wir hier noch was mit. Welchen Angriff erhöhen oder einen Angriff erhöhen? Es geht mir auf Leben aus. Das ist mir. Naja. Ist eigentlich wurscht. So. Sind wir doch mal ein bisschen besser ausgerüstet. Und wir kriegen eh in Kürze gleich das Level ab zu 50. Aber erstmal reden wir noch mit dir. Der Biber Bozemann. Hi. Ich sehe, du hast die Flammen bekommen. Sagenhaft. Es ist fast soweit. Es hört sich irgendwie nicht so gut an. Jetzt müssen wir noch einen kleinen Testlauf machen. Kann ich erneut auf deine Hilfe zählen, Kleine? Okay. Spuktakulär. Ich gehe schon mal rein, um alles aufzubauen. Dauert nur eine Schrecksekunde, Kleine. Komm einfach nach, wenn du soweit bist. Okay. Es wird immer grauenhafter. Aber sieht nett aus. Willkommen im Kürbis-Knöllerland. Wir treten den Teleporter und das Spuktakel kann beginnen. Was ist mit diesen unheimlichen Puns? Guck mal rein. Ja. Herzlich willkommen zur Special-Folge vom 31. Oktober. Hier geht's recht unheimlich zu. Gucken wir mal hier lang. Ja, dann müssen wir diesen Schalter da drüben nehmen. Nehmen wir den mit. Und dann geht... Hilfe! Ein Kürbis! Wir haben ja nicht mal Kampfmusik. Aber... Ah, ich dachte, ihr hättet ihn auseinandergenommen. Und wir kriegen mehr Chucks Flammen, das ist doch nett. Oh, zwei auf einmal. Einmal ein Dash-Angriff durch. Renn nur rein, das ist witzig. So. Au. Au, ich bin gegen die Wand gestoßen, das wollte ich eigentlich nicht. So. Und weiter geht's. Jumpscares! Ich mag diese Stelle eigentlich überhaupt nicht. Denn das Problem ist, wir müssen hier jetzt den richtigen Pfad durchfinden und ich weiß den nicht mehr so genau. Das ist ein bisschen das Nervigste hier. Wir
Wir wollen hier links lang. Okay. Wie geht's hier weiter? Hier geht's nicht durch. Doch, hier geht's durch. Bin ich schon durch? Ich glaube, ich hab's geschafft. Okay. Doch, ich hab's geschafft. Das ist ein anderer Raum. Weil ich wollte eigentlich nicht die Schildpower. Die Schildpower ist meine wenigsten Liebste. Ich mag ich am allerwenigsten. Ach, Emily. Ja, spreng dich nur an mir in die Luft. Das bringt recht wenig. So. Oh ja, und da oben geht's weiter. Im Kürbisknüllerland. Finale. Ui. So. Sagenhaft. Einfach sagenhaft. Kleines, sieht so aus, als ob du bereits großen Spaß in Kürbisland gehabt hättest. Doch leider sind wir noch nicht fertig. Es wird Zeit für das große Finale. Käfer, warum ist es ausgerechnet Käfer sein? Sie hätten auch einfach noch mehr Kürbisse bringen können. Nein, es müssen Käfer sein. Tötet sie, verbrennt sie. Nein, wartet, Eis, tötet sie mit Eis. Und passt auf das Feuer in der Mitte auf. Das heilt die auch immer so ein bisschen. Von den Eiskräften. Vielleicht. Zuckerbrühl, jetzt stirb endlich! So, immer schön ein bisschen durchdashen hier. Oh, der Special ist eigentlich fast nützlicher. Einfach weil wir hier schön in der Fläche groß angreifen. Und damit haben wir den Kürbiswannland hier geschafft. Wunderbar. War das nicht großartig? Also mir hat es großen Spaß gemacht, Kleine. Es ist so schwer, jemanden in dieser Stadt zu erschrecken, wenn alle so geschäftig sind. Also wusste ich, ich muss mir etwas Spuktakuläres einfallen lassen. Etwas wirklich Großes. Heutzutage ist das der einzige Weg, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ich werte das jetzt jedenfalls als großen Erfolg. Vielen Dank für deine Teilnahme, Kleine. Bye. Wie sich herausstellte, war es bloß ein Geist, der Aufmerksamkeit wollte. Schien aber zufrieden zu sein. Und wir haben Bozemanns Krone dafür bekommen. Im Englischen ist es logischerweise mal wieder witziger, denn es ist eine Scarecrow. Kombination aus Scarecrow und Krone. Für diejenigen, die es nicht erkannt haben. Ist allerdings nicht so gut wie meine Klimahaube. Weil vor allem macht die ganzen Resistenzen hier weg, die ich hier so schön bekommen habe. Und ein bisschen Angriff. Ja, wie gesagt, bringt halt nicht so viel. Bloß, was ist dieser Blitzsprint? Erhöht die Zeit der Unverwundbarkeit beim Dashen. Das ist eigentlich noch eine recht witzige Sache. Aber ansonsten, nee, nützt einfach nicht wirklich was. Okay, dann gehen wir halt wieder raus. Können wir uns eigentlich nochmal alles hier angucken. Hier unten ist das Labyrinth gewesen. Und, ja. Haben wir das geschafft? Aber der Geist mag mich jetzt irgendwie nicht mehr, habe ich das Gefühl oder so. Jedenfalls ist er weg. So. Was kann ich hier noch Tolles machen? Gucken wir mal. Gibt es eigentlich mittlerweile wieder irgendwelche Quests? Geschützherausforderung 2. Test sein können am innovativen Geschützverteidigungssystem. Ja, kaum sind wir gegangen, hat es das freigeschaltet. Empfiehlt es allerdings erst mit Level 52. Wieder mit seinem Infinite Run halt, dass man da so gespielt, bis man halt irgendwie dran versagt. Und diesmal ist es wahrscheinlich etwas festgelegter. Ich glaube, das machen wir erst nach dem Dungeon, vor allem, weil wir da auch die Level 3 Special haben. Ich denke, das ist doch ein bisschen von Vorteil. Stattdessen können wir ja mal bei den Quests, die wir noch haben, durchgucken. Die Wurzel der Macht. Die Amperichs wollen wir mal noch auseinandernehmen. Aber ich glaube, das können wir auch beim nächsten Mal machen. Ja. Ist ein bisschen kürzer, aber dafür war es auch ein bisschen unheimlicher. Also. Gucken wir mal. Das nächste Mal nach Westen. Bis dahin. Schuss. Die fliegen schon echt irre durch die Gegend.